Ein Tierarzt in der Region ist einfach unerlässlich. Ohne Tierärzte wird es nicht gehen. Und gerade ohne diese Landtierärzte, die bei uns ja auf den Hof kommen. Der Bauer, der Allwinger, der Tierarzt, das muss einfach ein Team sein. Da geht das gut. Das war als Kind schon immer so mein Traum quasi, dass ich Tierärztin wäre. Keine Ahnung, dann habe ich schon die Regenwürmer als Kind verarztet quasi. Das Pferd kenne ich schon seit 27 Jahren. Wir altern gemeinsam, gell, hat sie immer gesagt. Ich mag die Arbeit mit der heimischen Landwirtschaft. Ich finde, das ist eine sinnvolle Tätigkeit. Und zum Besamen tut sie eigentlich eine Frau leichter, sagen sie, als wir ein Mann. Und man muss dafür wirklich brennen, man muss das wirklich wollen. Das, glaube ich, ist einfach die Zukunft, dass die Tiere versichert werden müssen, weil das den Berufsstand entlasten würde. Die Michelle wird jetzt in Narkose gelegt. Das wird alles gemacht. Geld keine Rolle, sage ich. Weil bei Menschen kann ich auch nicht sagen, bis daher ist die Grenze, dann stirbst du. Und so ist bei den Viechern genauso. Es ist für den Laien erstaunlich, was heutzutage in der Tiermedizin alles geboten wird. Computertomographie, endoskopische Operationen, Strahlentherapie. Und die Nachfrage danach ist, wie wir gerade im Wartezimmer der Tierklinik in Tulln gehört haben, durchaus gegeben. Und die Tierhalter sind bereit, für derartige Leistungen tief in die Tasche zu greifen. Aber wie bei vielen anderen Berufsgruppen auch, es fehlt am medizinischen Personal, das die Behandlung von Tieren übernehmen könnte. Was sind die Ursachen dafür? Was heißt das jetzt für Katzen- und Hundebesitzer, hat sich Gudrun Kampel-Müller gefragt, oder für Landwirte? Veterinärmedizin ist ja gerade bei jungen Frauen ein sehr beliebtes Studienfach. Aber sind die Auswahlkriterien zu streng? Liegt es daran, dass es zu wenige Studienplätze gibt, die falschen genommen werden? Liegt es an der Belastung im Beruf oder an der Bezahlung? Gudrun Kampel-Müller hat sich den Alltag von Tierärztinnen und Tierärzten in Stadt und Land angeschaut und versucht herauszufinden, wo die Fehler im System liegen könnten. In vielen Gebieten Westösterreichs, dort wo verstärkt Nutztiere gehalten werden, ist der Tierärztemangel besonders groß, heißt es. Wir sind in Tirol in der Gemeinde Kramsach. In einem Radius von etwa 50 Kilometern praktizieren 6 Tierärzte und versorgen das Inntal und die Seitentäler. Einer davon ist Dr. Peter Schweiger. Seit 30 Jahren ist er Tierarzt. Aktuell sieht er viele Probleme. Wir haben eine demografische Entwicklung in der Tierärzteschaft, bei der wir in 5 Jahren ungefähr ein Drittel der Tierärzte im Alter über 56 Jahre haben. Das heißt, wir würden die nächsten 5 Jahre an die 70 Tierärzte brauchen, um den jetzigen Stand der Tierärzteschaft zu erhalten. Das heißt, großer Mangel, oder? Es kommen jetzt zurzeit 1,5 bis 2 Tierärzte pro Jahr nach Tirol. Das heißt, in 5 Jahren haben wir 10 und brauchen wird man 70. Vor allem, dass Bauern rund um die Uhr für ihre Tiere auch einen Notdienst zur Verfügung haben, könnte bald der Vergangenheit angehören, meint Veterinär Dr. Schweiger. Der erfahrene Landtierarzt kennt die Situation sehr gut. Er bildet Veterinärstudentinnen in seiner Praxis aus. Wie gut sind denn diese Tierärzte Ihrer Meinung nach ausgebildet, wenn sie zu Ihnen kommen als Instruktor? Was man eben ganz gut beobachten kann, es ist ja ein ganz hoher Frauenanteil. Das sind von den Praktikanten bei mir zwischen 85% und 90% Frauen, die unheimlich motiviert sind. Was man aber auch gemerkt hat, die letzten 10, 15 Jahre, dass die praktische Fähigkeit, wenn sie zu mir kommen als Praktikantinnen, sehr, sehr schlecht sind. Die Ausbildung hat sie längst hinter sich, Tierärztin Julia Ennichelmeier. Wo fahren wir denn jetzt hin, Frau Doktor? Wir fahren jetzt als erstes einen Kugelsamen und dann später auf der Tour zur Landwirtschaftsschule in Oberalm und machen dort Routinetätigkeiten wie Trächtigkeitsuntersuchungen und Fruchtbarkeitsuntersuchungen im Betrieb von der Landwirtschaftsschule. Julia Ennichelmeier ist Tierärztin in Kuchl im Salzburger Tennengau. Die dreifache Mutter hat sich vor 8 Jahren selbstständig gemacht. Mittlerweile beschäftigt sie 5 Angestellte. Also ich bin jetzt seit ungefähr 12 Jahren Tierärztin
und auch genauso lange in der Nutztierpraxis. Und am Anfang ist das natürlich, ich bin relativ klein und jetzt so von der Statur nicht unbedingt der klassische Rindertierarzt. Und am Anfang kann man auch wenig, weil man einfach wenig praktische Erfahrung hat oder gar keine. Und bis man sich da einarbeitet, dauert das einfach eine Zeit lang. Aber es ist halt viel Routine. Der Weg führt uns auf den Biobauernhof der Familie Höllbacher. Ein kleiner Betrieb mit Rindern. Generell gäbe es hier in der Gegend nur wenige Großbauernhöfe, erklärt uns die Tierärztin. Die Besamung von Rindern ist für eine Landtierärztin ganz alltäglich. Heute sind die beiden Kühe Franzi und Donau dran. Was passiert da jetzt? Der Stiersamen auftaut in einem Auftaugerät, das hat 38 Grad. Und da drinnen ist der Samen vom Stier und wir besamen jetzt die Kuh. Das heißt, in dem gelben Spitz drinnen ist der Stiersamen? Genau. Das wird in die Gebärmutter von der Kuh eingespritzt. Und daraus sollte ein neues Kalb entstehen. Bauer Hans Höllbacher assistiert der Frau Doktor. Aber wovon hängt es nun ab, ob die künstliche Besamung funktioniert? Es gibt viele Faktoren, zum Beispiel die Fitness der Kuh oder die Fütterung, erfahren wir. So. Gut, das waren die Franzi und die Donau. Alles wird dokumentiert und danach werden den Bauern die Besamungsscheine ausgehändigt. Darf ich Sie fragen, was halten Sie von Frauen in der Nutztierpraxis? Ich muss sagen, eine Frau ist genauso gut wie ein Mann. Und zum Besamen tut sie eigentlich eine Frau leichter, sagen Sie aber, wie ein Mann, weil sie einfach mehr Gefühl hat, die Hände wie ein Mann. Aha. Ja. Vielen Dank. In 3 Wochen wird man sehen, ob die beiden Kühe trächtig sind. Weiter geht's nach Oberalm. Was mag die Tierärztin ganz besonders an ihrer Arbeit? Mit den Bauern, mit denen kann ich auf Augenhöhe reden. Da kann man klar sagen, was geht und was zum Tun ist. Und das ist immer Gespräch auf Augenhöhe mit sehr viel Hausverstand dahinter. Und das mag ich gern, das liegt mir. Und es war halt schön, wenn das landwirtschaftliche Produkt oder das Lebensmittel dann auch entsprechend viel wert war. Der Stall der Landwirtschaftsschule Winkelhof in Oberalm ist sozusagen ein erweitertes Klassenzimmer, in dem junge LandwirtInnen ausgebildet werden. Ja, schauen wir so. Regelmäßig kommt die Tierärztin zu Besuch und kontrolliert mit einem Mitarbeiter die Trächtigkeit der Kühe. Wir schauen jetzt mit dem Ultraschall, ob die Kuh trächtig ist. Aha. So. Das ist Kaiwi. Und weiß man, wie lang das schon trächtig ist? 6 Wochen ungefähr. Okay. Julia, darf ich fragen, gerade dieses Reinfahren in die Kuh, wie schwierig war das am Anfang als Studentin oder so? Oder gewohnt man das jetzt? Machen Sie es ja wie einen. Ganz normal, oder? Ich glaube, es ist für die Kuh unangenehmer als für mich. ja, das ist eigentlich ganz normal. Das gehört zum Beruf. Das ist ein ziemlich großer Teil des Jobs. Also wenn man damit Probleme hat, glaube ich, ist schwierig, weil das macht man ziemlich oft. Während Julia noch im Stall hantiert, wird zu Hause gekocht. Julias Eltern übernehmen großteils die Arbeiten im Haushalt und auch die Betreuung der 3 Enkelkinder. Marie, die Älteste, will in die Fußstapfen ihrer Mutter treten. Marie, ich habe gehört, du willst auch Tierärztin werden. Stimmt das? Ja. Wirklich? Warum? Weil ich schon sehr lange mit der Mama mitfahre. Also schon als Baby. Und weil es mir viel Spaß macht. Und die Mama hat mir halt auch schon ein bisschen was gelernt und gesagt. Dann habe ich halt viel mitgekriegt und jetzt weiß ich auch schon irgendwas. Flexibel und gut organisiert müsse man sein, meint die Tierärztin. Aber ohne Hilfe ihrer Eltern wären Job und Familie in dieser Qualität nicht unter einen Hut zu bringen.
Wir fahren in eine Tierklinik nach Tulln in Niederösterreich. Dort arbeiten rund 40 Angestellte, davon 15 Tierärztinnen. In diesem Spital gibt es Notfall- und Spezialbehandlungen für Kleintiere. Sogar Zahnspangen für Hunde werden hier gemacht. Also eine Rundumbetreuung für vierbeinige Patienten. Was hat er denn, der Rambo? Er hat einen Harnverschluss gehabt. Aha. Und ist jetzt ein paar Tage da gewesen und hat einen Katheter gekriegt und gespült worden und alles drum und dran. Und gestern am Abend haben wir wieder gekriegt und heute ist er wieder ein bisschen spanisch gewesen und sind zur Nachkontrolle nachgekommen. Das heißt, man tut alles für einen Rambo? Absolut. Das ist ja genauso ein Familienmitglied wie ein Kind. Und somit machen wir auch das Bestmögliche, dass er schmerzfrei ist. Auch ein Patient, oder? Was hat er denn? Eine dritte Impfung kriegt es. Was kriegt sie? Die Babyimpfung ist das. Aha, das ist nur eine junge Dame. 4 Monate. Wie heißt sie? Milli. Und die Milli, ist die auch ein Familienmitglied? Die ist sicher ein Familienmitglied, ja. Muss er sein. Ja. Wie die eigenen Kinder sind die. Die Kinder sind schon aus dem Haus, na, oder? Gott sei Dank, sagen wir. Ist einfacher mit der Milli. Naja, ist wie ein Baby. 24 Stunden immer nur Bewegung. Und wie viel wären Sie bereit zu tun, nämlich wenn es jetzt eine Operation braucht oder so? Gibt es irgendwo eine Grenze, wo man sagt, das geht zu weit? Nein, das ist, wird alles gemacht. Geld keine Rolle, sage ich. Ja. Weil bei Menschen kann ich auch nicht sagen, bis daher ist die Grenze, dann stirbst du. Ja? Und so ist bei den Viechern genauso. So, meine Lieben, ist alles in Ordnung, Lisa? Klinikchefin ist Marietta Turecek, seit 25 Jahren Tierärztin. Sie führt uns durch ihre Klinik. Das sind so Patienten, die jetzt warten auf Untersuchungen oder Befunde oder heute noch zu Operationen kommen. Stationäre Patienten, tagesstationäre Patienten warten hier auf ihren Einsatz sozusagen. Was macht man denn als Klinikchefin alles? Immer schauen, dass das Werkel rennt, oder? Genau, also man ist mehr oder weniger Manager, Hausmeister, Mädchen für alles natürlich. Muss schauen, dass auch wirklich die Kunden alle zufrieden sind, dass die Dienste ordentlich eingeteilt werden, die Termine eingehalten werden, Rücküberweisungen gut gemacht werden, dass den Tieren allen gut geht. Wenn Haustiere erkranken, ist das höchst emotional. Die Tierbesitzer würden manchmal sehr vehement auf die bestmögliche Behandlung für ihren Liebling bestehen. Wir bieten von klassischer Allgemeinmedizin bis hin zu sozusagen Hightech-Medizin, Computertomographie, Arthroskopie, Endoskopie, Zahnmedizin, fast alle Sparten, die moderne Veterinärmedizin zu bieten hat, an. Ein Tierarzt allein könne das alles nicht mehr stemmen. Alles gehe in Richtung Gemeinschaftspraxen, sagt die Klinikchefin. Sie kritisiert die starren Arbeitszeitregelungen, die ihr das Leben schwer machen. Also das Arbeitsrecht ist halt nicht für Kliniken designt und auch nicht für Tierärzte gemacht. Trotzdem fallen wir darunter und gibt es keine Ausnahmen. Das ist nicht machbar, aber Sie müssen sich vorstellen, Sie haben ein stark blutendes Tier am Operationstisch. Sie können Sie jetzt nicht, weil es Stunde 5 oder 6 ist, sagen, jetzt gehe ich hier raus. Auch für Kleintiere gibt es zu wenig Tierärzte, erzählen Veterinär Andreas Lienhardt und Assistentin Manuela Krusowski. Sie bereiten alles für eine endoskopische Kastration vor. So, und jetzt bereiten wir sie dann für die OP vor. Wir werden alles ausrasieren, ja, den Bauchraum. Mhm. Und dann deswegen kommt eine Reinigung und im OP tun wir sie dann desinfizieren. Im Team mit dem Chirurgen Dr. Georg Haider werden sie heute mehrere Operationen durchführen. Der Fahrplan ist dicht, wie jeden Tag. Auch das sei eine Auswirkung des Tierärztemangels. Wir dürfen mit in den Operationssaal und zusehen, wie Michelle kastriert wird. Wie lange dauert diese OP jetzt und was machen Sie da jetzt? Man sieht, jedes Herrichten ist aufwendiger als bei der normalen Kastration. Das ist eben das, was jetzt einfach ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, bis wir dann tatsächlich zur Operation kommen. Die Operation selber dauert nicht so lang. Das ist immer davon abhängig, wie gut man Sicht hat, ob alles funktioniert, so wie man... Wie viel zahlt ein Hundebesitzer für so eine endoskopische Kastration?
Das ist eine sehr gute Frage. Ungefähr, über den Daumen. 850 Euro. Okay. Der Vorteil der endoskopischen Operation ist, wie bei Menschen auch, die kürzere Genesungszeit und weniger Schmerzen. Dr. Haider entdeckt bei der Hündin eine pathologisch veränderte Milz. Wir gehen dann quasi da weiter, da ungefähr in dem Bereich dahinter ist die Niere dann, die da drunter liegt. Da ist dann auch das Ovar, die Milz ist verändert, da hat man eben diese Auflagerungen da drauf, die man ganz gut jetzt das sehen. Das ist zumindest pathologisch verändert, wo man es dann... Nach der Kastration von Hündin Michelle wartet schon der nächste Patient mit einem Tumor, der operativ entfernt werden soll. Mit Hilfe der Computertomographie wird abgeklärt, wie ernst die Lage ist. Der hat im Endeffekt einen Tumor an den Analbeuteln. Und da haben wir jetzt im Bauchraum auch noch geschaut, weil die oft dorthin als erster metastasieren. Das heißt quasi Zellen dort ausgeschwemmt werden, ob da die Lymphknoten verdickt sind oder nicht. Und das müssen wir uns da draußen jetzt noch anschauen, da sind die Bilder noch nicht fertig. Nicht nur medizinisch ist das Team gefordert, es wartet auch die schwere Aufgabe, mit dem Tierbesitzer alles zu besprechen. Es ist ja nicht so, dass immer alles gut ausgeht. Wir müssen ja auch Tiere euthanasieren, manchmal junge Tiere. Wir sind auch Hobbypsychologen mehr oder weniger. Wir haben die schwer getroffenen Tierbesitzer, die besorgten Tierbesitzer und Besitzerinnen. Also das ist auch für uns emotional oft sehr belastend. Wir sind nicht schuld an der Erkrankung per se, sondern wir sind dafür verantwortlich, dass wir das bestmöglich behandeln können. Und alles andere ist die Entscheidung vom Besitzer. Und dann kann man damit ein bisschen besser umgehen, weil wir das Töten nicht mit nach Hause nehmen. Die beste medizinische Versorgung fürs Haustier, auch bei schweren und langwierigen Erkrankungen, sollte für alle Tierbesitzer gleichermaßen möglich sein, meint Dr. Haider. Das, glaube ich, ist einfach die Zukunft, dass die Tiere versichert werden müssen, dass wir da eine gute Abdeckung haben können und wir quasi in der Medizin, die machbar ist, die finanzierbar ist, dass quasi da diese Balance gehalten wird, weil das den Berufsstand entlasten würde, weil wir diese Entscheidungen, die einfach aufgrund von einem finanziellen Problem getroffen werden, dass wir das einfach ausblenden können. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass dieser Druck von den Tierärzten wegkommt. Werden Tierarztstudentinnen auf diese belastenden Situationen vorbereitet? Auf der VetMed Wien findet man im Lehrplan zum Beispiel Seminare zum Thema Kommunikation zwischen Therapeut und Tierbesitzer und andere Hilfsangebote. Etwa ein Drittel der Studierenden schließt das Studium nicht ab. Was meint Rektorin Petra Winter zur Kritik, dass man zu wenige und ungeeignete Kandidatinnen aufnehme? Wenn es ein Aufnahmeverfahren gibt, gibt es halt immer unzufriedene Menschen. Das verstehe ich auch, weil es gibt immer Enttäuschungen. Und wir haben halt 1200 Bewerberinnen und Bewerber und wir nehmen halt 220 auf. Also kann man sich ausrechnen, wie viele Personen enttäuscht sind. Das Aufnahmeverfahren sei sehr fair, betont die Rektorin. Und was ist mit der Aussage des Tiroler Tierarztes Dr. Schweiger, dass die Studentinnen schlecht ausgebildet seien und viel zu wenige am Land arbeiten wollen? Was will man dagegen tun? Wir haben jetzt gestartet, so quasi ein Pilotprojekt so im Rahmen einer Kooperation, wo Studierende ausschließlich im letzten Studienjahr dann in Tirol sind und vor allem im Bereich Wiederkäuermedizin arbeiten, damit eben sie die Regionen kennenlernen, die Infrastruktur, die Lebensweise und auch die... Aber Kritiker sagen, das ist zu wenig. Gestandene Tierärzte sagen, naja, das ist ja ruhig stellen, aber eigentlich können wir die dann nicht herzaubern, die Tierärzte. Es braucht mehr. Genau, es braucht mehr, aber von der anderen Seite, weil die jungen Leute, die wollen willkommen geheißen werden. Das heißt, es braucht ein Händereichen von der Babyboomer-Generation, wo wir sagen, wir freuen uns, dass ihr hier seid, wir hören auch eure Sorgen, wir hören eure Werte, weil die haben andere Werte, die wollen nicht 12 Stunden mehr arbeiten.
Das Leben als Landtierärztin ist eben nicht jedermanns Sache, egal ob man willkommen geheißen wird oder nicht. Das weiß auch Professorin Monika Egerbacher, die jahrzehntelang auf der Uni in Wien unterrichtet hat. Mittlerweile ist sie ausgeschert und hat ein Konzept für eine private veterinärmedizinische Universität in Österreich erarbeitet. Das geht so nicht mehr weiter. Wir brauchen dringend eine zweite Ausbildungsstätte, sprich einfach von der Menge her braucht man mehr Tierärzte. Und wir brauchen eben auch eine andere Art der Ausbildung. Das beginnt eben schon bei den Bewerbern und beim Aufnahmeverfahren. Und ich glaube, da muss man wirklich sehr viel Energie hineinlegen, die richtigen Leute zu finden, weil man weiß wiederum aus Studien, dass Leute, die einfach gut lernen können und einen naturwissenschaftlichen Test absolvieren können, sind nicht die besten Ärzte und Tierärzte, die nach hinten rauskommen. Ne? Was würde Professorin Egerbacher anders machen? Mehr praktische Arbeit für die Studierenden und eine intensive Zusammenarbeit mit niedergelassenen Tierärzten, sagt sie. Wir haben einen Verlust von bis zu 30% von Leuten, die wir teuer, lange ausbilden. Ja? Und die kommen dann nie in die Praxis, weil sie sagen, das gebe ich mir jetzt aber nicht oder so. Ja? Beziehungsweise sich einfach nicht ausgerüstet fühlen für das, was dann auf sie zukommt. Aber es ist tatsächlich so, dass viele wirklich Probleme mit Burnout haben. Wir haben ja leider auch die höchste Selbstmordrate. Ehrlich? Mhm. Von allen Berufsständen. Wir sind ja eine kleine Gruppe, das heißt, das fällt zahlenmäßig ja nicht so auf. Aber vom Prozentsatz her sind wir gehören. Worauf führen Sie das zurück? Das hat, glaube ich, sehr viel zu tun damit, dass man eben maximalen Einsatz leistet. Viele auch sehr emotional sind und so weiter. Also da kommt man in eine Spannung hinein, die manchmal auch nicht gut auflösbar ist. Auch da braucht es Betreuung und Ausbildung. Wie kann ich mit dem umgehen? Wie gehe ich mit schwierigen Situationen um? Ja? Wie sehen Sie denn das? Hat Österreich Platz für eine Privatuni oder eher nicht? Also ich glaube nicht, weil das Fach, also das Veterinärmedizin, Beruf eines Tierärztes, so breit, dass man extrem viele Expertisen braucht, um wirklich zukunftsorientierte Studierende ausbilden zu können. Das ist ja nicht getan mit einer Professur für Kleintiere und einer Professur für Großtiere, sondern da braucht es ja unglaublich viele Disziplinen, die diese Herausforderungen abdecken. Und da ist Österreich zu klein dafür. Wer am Land arbeitet, muss auch mit Wetterkapriolen zurechtkommen. Tierarzt Dietmar Gerstner und seine Tochter Gudrun bei extremem Schneefall. Das Rote muss oben sein. Das Rote. Es sind Semesterferien und die 22-jährige Studentin begleitet ihren Vater, der fast 30 Jahre Berufserfahrung hat. Mehrere Visiten im Salzburger Pongau stehen an. Schon als Kind ist Gudrun mitgefahren und sehr früh ist auch der Wunsch entstanden, einmal selbst Tierärztin zu werden. Es geht nach St. Veit zum Stadelpferderhof. Bäuerin Manuela Klausner hat den Tierarzt gerufen, weil ein Lamm erkrankt ist. Ganz zart beseitet sollte man nicht sein. Es ist körperlich anstrengend oft. Es ist, wenn man die Wetterbedingungen halt anschaut, man muss halt, ganz egal wie das Wetter ist, möglichst seine Arbeit machen. Und ja, das muss man mögen. Wenn man es mag, dann ist ein schöner Beruf auch nach fast 30 Jahren noch immer eigentlich. Das Lamm hat eine schwache Gesamtkonstitution und steht schlecht auf den Beinen. Gudrun beobachtet ihren Vater bei der Arbeit. Na, Bruch oder was ist nichts, aber es geht so, ich glaube, es geht überhaupt so stachsig dahin, ja. Sie profitiert vom Wissen eines gestandenen Landtierarztes. Ich weiß ja jetzt auch schon, auf was ich mich einlasse quasi. Also das ist ein großer Vorteil, finde ich, dass ich schon weiß, wie der Beruf ausschauen wird, dass es oft sehr stressig ist. Und ja, und das tue ich wirklich sehr, sehr gern, muss ich sagen. Also Talent hat sie sicher dazu. Wobei, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach den Beruf annimmt, wie er ist und eben die Herausforderung sozusagen annimmt. Ein Kollege und Freund von mir sagt immer, Nutztierpraktiker sein oder Großtierpraktiker sein ist kein Beruf, sondern das ist eine Lebensform. Also da muss man einfach für und mit dem Beruf leben und die ganze Familie ist eingebunden. Also es ist von dem her schon ganz was Spezielles.
Der Landwirt ist ja selber ein bisschen Tierarzt, sag ich mal. Aber wenn man holt, dann sind wir sehr froh, dass wir einen haben. Ja. Und bei den Schafen ist es halt so, wenn ein Schaf was hat, muss man gleich einmal reagieren. Weil einfach Schafe sehr zähe Tiere sind und man bemerkt sehr spät, wann was ist. Und dann, wo man nicht gleich was tut, ist es halt meistens zu spät. Weiter geht's zum Schlachtbauer nach Goldegg. Landwirt Josef Brunebner hat eine Kuh mit einer Euterentzündung und braucht den Tierarzt für die Behandlung. So. Dr. Gerstner spritzt ein Antibiotikum in die betroffene Zitze. Die nächsten Tage darf die Milch des kranken Tieres nicht konsumiert werden. So, das war's. Und dann wird, ich mach's gewöhnlich so, dass ich dann da aufs Alter kriege, dann blaue Markierung mache, sodass man beim Melken gleich sieht, dass die Kuh behandelt worden ist. Und jetzt müssen wir dann sowieso die Behandlung natürlich auch dokumentieren. Es gibt ja Gebiete, Regionen, wo zum Beispiel jetzt kein Wochenenddienst gewesen ist. Nicht? Und die Kuh oder das, die Kalben sucht sich das nicht aus, ob die einen Freitag, Samstag oder einen Sonntag irgendwas hat. Und dadurch ist es noch wichtiger, dass wir eigentlich versorgt sind. Der Bus der Besamungsanstalt Salzburg-Klessheim ist da. Wolfgang Geier und Bernhard Scherntaner beliefern den Tierarzt mit frischem Stiersamen. Wir werden alle drei Wochen Stickstoff und Samen nachfüllen, wo sie eben die Tierärzte was brauchen. Und für die Bauern haben wir immer die gewissen Samenstellen. Warum verwendet man eigentlich Stickstoff? Da haben wir noch einen Hilfinger drin. Weil im Stickstoff ist der Samen eigentlich ewig haltbar. Ja. Hat minus 196 Grad. Und kochen kannst du auch damit. So schaut das aus. Und da ist definierte, garantierte Menge an lebensfähigen Spermien drinnen. Also es wird, der Stier wird abgesamt, wie man das nennt, in der Besamungsanstalt. Dann wird es verdünnt mit einer Nährlösung und verschiedenen Zusatzstoffen versehen und dann in diesen Röhrchen da abgefüllt. Da gibt es einen, eben den sogenannten Stierkatalog, der wird jährlich aufgelegt. Das ist die Ausgabe 2022. Und das sind die Stiere mit ihren mit Foto und jede Menge Leistungsdaten drinnen. Und da kann man sich je nach Zuchtziel und was man eben verbessern will in der Zucht, kann man sich da das Richtige aussuchen. 3 Monate später, Ende Mai. Wir fahren nach Ungarn, nach Budapest, 250 Kilometer von Wien entfernt. Unsere Recherchen haben ergeben, dass hier viele Österreicherinnen studieren, vor allem jene, die die Prüfung auf der VetMed in Wien nicht geschafft haben. Die Veterinärmedizinische Universität Budapest ist eine der ältesten der Welt. Sophie Jerzö aus Oberösterreich ist eine der Auslandsstudentinnen. Was wird den Studierenden hier geboten, wollen wir wissen. Ein breites Band an Bildung, also man hat wirklich auch viele Zusatzkurse, zum Beispiel kann man Ungarisch lernen oder es gibt auch viele Sportaktivitäten, an denen man teilnehmen kann und da wo auch gewünscht wird, dass man daran teilnimmt, einfach um die Gruppendynamik zu fördern oder auch neue Freunde zu finden. Also diese internationalen Verknüpfungen über den Tellerrand schauen, das wird hier eigentlich relativ groß geschrieben. Auf der Uni treffen wir auch Gudrun Gerstner wieder, die wir schon im Salzburger Pongau mit ihrem Vater kennengelernt haben. Sie ist jetzt im zweiten Studienjahr. Wir sind hier in einem Anatomiepraktikum. Das ist ein wichtiger Teil unserer Ausbildung in den ersten 2 Jahren. Und zwar ist es so, dass wir immer Vorlesungen haben, Anatomievorlesungen. Und ein paar Tage drauf, dann kann man dazu praktisch arbeiten und quasi das, was man gelernt hat, nochmal angreifen und so. Gudrun Gerstner ist 2020 nach Ungarn gekommen, eine Woche vor dem ersten Lockdown.
Die Anfänge in einer ihr damals völlig unbekannten Stadt waren nicht gerade leicht, sagt sie. Ich weiß nicht, ob mich was anderes so weitergebracht hätte wie das. Weil ich habe mich in diesen 2 Jahren halt schon sehr, sehr entwickelt. Ich bin viel selbstständiger geworden und durch Corona auch, man ist halt dann plötzlich da und ist auf sich allein gestellt. Und auch im alltäglichen Leben. Also ich bin es halt jetzt gewohnt, dass wenn ich rausgehe und irgendwo was einkaufen gehe, dann rede ich Englisch. Mhm. Und dann ist es halt so. Und das ist für mich dann fast komisch, wenn ich wieder zurückkomme nach Österreich. Und plötzlich reden alle Deutsche mehr herum. Das ist ganz ungewohnt. Die Studenten, die hier auf Deutsch studieren, sind eine eingeschworene Community, erzählt uns Sophie Järzö. Sie ist mit Gudrun Gerstner befreundet. Regelmäßig treffen sie einander im Park zum Reden und zum Lernen. Ich lerne gerade Bauchhöhle der Ziege. Die Uni ist wahnsinnig sozial. Auch die Höhersemestrigen schicken Dokumente, Zusammenfassungen. Also es ist unglaublich, ist Teamwork auch. Und nicht so eine krasse Konkurrenz. Zumindest hätte ich es jetzt so nicht wahrgenommen. Wie sind Sie dahergekommen? Warum Budapest? Ich hätte es in Wien probiert, 2 Mal. Und dadurch, dass ich halt aus einem Tierärztehaushalt komme und das auch mein größter Traum ist, seit ich wirklich klein bin und von klein auf mitgelaufen bin im Betrieb, war dann auch der Zeitdruck ein bisschen da, eben die Praxis zu übernehmen. Mein Papa ist jetzt kurz vor der Pensionierung und ich möchte unbedingt diesen Heimatbetrieb weiterführen. Die VetMed in Budapest ist eine international vernetzte Universität. Sogar mit China gibt es eine Kooperation. Die Studenten kommen aus 60 Ländern. Es wird in 3 Sprachen unterrichtet. Ungarisch, Deutsch und Englisch, erklärt der Rektor Dr. Peter Schottoni. Wir sind mit den deutschsprachigen Studenten sehr zufrieden. Sie sind sehr engagiert und möchten wirklich die tierärztlichen Fähigkeiten erlernen. Pro Jahr können wir etwa 100 bis 120 deutschsprachige Studenten aufnehmen. Das Problem des Tierärztemangels ist ein europaweites. Ein Lösungsansatz in Ungarn ist, man vergibt Stipendien. Jene, die bei uns unterschreiben, verpflichten sich auf 10 Jahre als Nutztierarzt in Ungarn zu arbeiten. Diese Studenten werden auch mit einer niedrigeren Punkteanzahl auf die Uni zugelassen. Das Waldviertel Mitte März. Wir sind in Schweigers im Bezirk Zwettl. Hier steht die moderne tierärztliche Praxis der Familie Durakas. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Familienbetrieb. Vater und Sohn sind Tierärzte. Ihre beiden Frauen unterstützen sie organisatorisch. Hinterwäldlerisch oder verschlafen, wie das schlechte Image besagt, ist hier gar nichts. Wir sind im Waldviertel genauso fortschrittlich und innovativ und haben auch wirklich große Unternehmen und Betriebe. Und haben auch hier war mein Ziel, quasi auch eine Praxis zu machen, die sehr viel anbietet, dass Besitzer nicht wo hinfahren müssen. Ja. Beste medizinische Versorgung wird also auch am Land gewünscht. Frau Thaler ist mit ihrem Kater Johnny zur Impfung gekommen. Sie ist Stammkundin hier. Ihr Vierbeiner ist für sie mehr als eine gewöhnliche Katze. Was ist die Katze für Sie? Was ich eben am Johnny sehr schätze, ist, dass er das wirklich spürt, wenn es mir mal nicht so gut geht oder wenn ich mal nicht so einen guten Tag gehabt habe. Und dann kommt er wirklich immer gleich her und schmalzt zu mir. Also das ist ganz süß. Bevor Johnny die Impfung bekommt, wird noch ein Gesundheitscheck gemacht. So, dann geht's noch auf die Waage. Sehr gut. 5,9 an der oberen Grenze. Das eine oder andere Leckerli war halt zu viel. Blutmessen ist auch wichtig, da viele Katzen vor allem schon ab 10, 19 Jahren dann an Bluthochdruck leiden können und das dann Auswirkungen auf die Nieren und auch auf die Augen haben kann. Und wie behandelt man das? Medikamentös? Medikamentös, ja, genau. Und dann zeigt man uns das Herzstück der Praxis, den Computertomographen, der erst seit kurzem hier steht. Was für mich immer persönlich wichtig ist, dass man nicht nur diese Geräte besitzt,
sondern sie auch bedienen kann, beziehungsweise auch vernünftige Diagnostik damit machen kann. Das ist eigentlich die Kunst und der Benefit, den dann der Besitzer daraus zieht. Ja. Der Sohn behandelt Kleintiere, der Vater Großtiere. Er nimmt uns mit zu einem Notfall. Es geht um ein krankes Kälbchen auf dem Bauernhof der Familie Senk. So, haben wir den Patienten, ne, gleich das Kerbel da? Ja, das erste. Ja, servus. Ja, 40,5 Fieber, weiß ich nicht. 40,5, na, dann schauen wir uns das einmal an. Okay. Wachst du mal auf da. Ja. So, dann schauen wir mal. Jetzt wussten wir auch, oder? Ja. Ja, hat ein bisschen ein Beginn der Lungenentzündung hat sie ja. Jetzt kriegst du Antibiotikum und ein entzündungshemmendes Mittel dazu. Das Kälbchen müsste in einigen Tagen wieder fit sein. Hat sich eigentlich im Laufe der Jahre viel verändert, fragen wir den erfahrenen Tierarzt. Wenn ich das Berufsbild, wenn man das jetzt so jetzt einmal 50 Jahre Revue passieren lässt, ist das natürlich, hat sich schon sehr viel getan. Also das ist ungefähr so, wie wenn man früher mit dem Pferd gegockert hat und die Bestellung der Felder gemacht hat und jetzt fährst du mit einem 100 oder 120 PS Traktor und machst deine Arbeit. Und so ist natürlich da auch, und auch die Anforderungen an uns haben sich verändert, nicht? Da im Waldviertel beispielsweise ist es so, dass sich die Betriebe verändert haben. Schluckt der Große den Kleinen oder wie ist das? Die Betriebe, früher hast du 3 Kuh, 5 Kuh, 8 Kuh Betriebe gehabt, vor 30, 35 Jahren. Jetzt hast du halt 25 bis 80 Kuh haltende Betriebe, aber die Betriebsmenge ist zurückgegangen. Jetzt haben wir im Endeffekt in die Ortschaften, vielleicht bleibt ein Milchbauer über. Auch das hat sich verändert. Der Tierdoktor hat im Auto sein mobiles Büro mit dabei. Vor Ort wird die Behandlung dokumentiert und auch gleich verrechnet. Dann haben wir den Finanzminister auch noch mit. Ah, das heißt, wir haben die Registrierkasse. Wir haben die Registrierkasse, ja. Jetzt wird einmal der Behandlungsnachweis von mir ausgedruckt. 54 Euro waren das nachher. Dann brauchen wir ja, sonst zockst du es noch mehr, gell? Ja, danke, Martl. Tschüss, vierte. Nächste Station. Ein Schafzuchtbetrieb mit 300 Tieren. Philipp Wandl und sein Vater wollen gemeinsam mit dem Tierarzt nachschauen, welche Schafe trächtig sind. Ein Ultraschallgerät hilft dabei. Leider nicht. Eine Niete. Die Niete bekommt eine rote Markierung. Trächtige Schafe sind durch eine blaue Farbe gekennzeichnet. Warum glauben Sie, werden so wenige Veterinärstudenten dann Großtierärzte? Was ist es? Naja, es ist halt der Einsatz rund um die Uhr, sollte halt da sein. Und das Problem, was man halt auch noch hat, ist, dass halt finanziell die Nutztierpraxis nicht so lukrativ ist wie die Kleintierpraxis. Das ist halt schon. Aber ja, auf der anderen Seite kommt man in die Natur raus und es ist ein schöner Beruf. Also ich möchte es nicht missen. Nicht? Was macht einen guten Tierarzt aus? Dass man sich verlassen kann auf ihn. Wenn man anruft, dass er kommt, dass er einem dabei redet, was man machen kann, das ist wichtig. Auch im Salzburger Pongau auf einem Pferde- und Schafzuchtbetrieb haben wir nachgefragt. Wie wichtig sind eigentlich Veterinärmedizinerinnen? Lukas Höllbacher zeigt uns ein krankes Schaf und beteuert noch einmal die Notwendigkeit von Landtierärztinnen. Jeder Landwirt, jeder Tierbesitzer, jeder Hobbyzüchter, jeder Reiter, auch wer auch immer irgendwo Tiere hat, werde einer bestätigen, ohne Tierärzte wird es nicht gehen. Und gerade ohne diese Landtierärzte, die bei uns ja auf den Hof kommen. Das Lamm hat eine bakterielle neurologische Infektion und braucht ein Antibiotikum. Wie viel Geld investiert man in so ein krankes Schaf? Wir investieren womöglich manchmal ein bisschen mehr in das Tier, wie es wirtschaftlich eigentlich wäre. Ja? Weil wenn ich das Ganze wirklich kostentechnisch beinhart runterbrich, ja, und ich habe ein Lamm, das ich vermarkten kann, ja, wenn ich das Ganze als Fleischlamm züchte und das Ganze als Fleischlamm vermarkte, dann verdiene ich als Bauer an dem Viech, ja, wenn ich es komplett verkaufe, abzüglich aller Kosten irgendwo bei 40, 50, wenn es gut geht, 60 Euro als Fleischlamm. Ja. Wenn ich jetzt wirklich, wie gesagt,
ganz klar kalkuliere, dann muss ich sagen, ja, einmal Antibiotikum spritzen und dann funktioniert es oder funktioniert es halt auch nicht. Denn Zuchtschafe werden als landwirtschaftliches Gut betrachtet. Bei Hunden oder Sportpferden, da würde man mehr investieren. Wir bleiben im Pongau und sind mit Tierärztin Alexandra Proksch auf dem Großkargut. Wir sehen erstmals eine Maschine, die Kühe auf die Seite legen kann. Diese Kuh hat 700 Kilo. Wenn wir die jetzt quasi ruhig stellen und die möchte nachher wieder aufstehen, probieren und ist nur so halb wach quasi, kann sie die verletzen. Mhm. Und dadurch hat man das eigentlich bei nicht schmerzhaften Prozessen so gemacht, dass man die Kühe quasi seitlich hinlegt, in Ruhe arbeiten kann. Die tolerieren das auch besser, als man denkt quasi. Patientin Kuh Romana lahmt wegen eines Geschwürs zwischen den Klauen, genannt Limax, und muss gemeinsam mit dem Klauenpfleger Herrn Fasel verarztet werden. In dem Fall hat er das super freigelegt, dass das schön raus kann quasi. Jetzt muss man die Klaue entlasten, weil die ist natürlich schmerzhaft. Der Defekt ist schmerzhaft. Das heißt, auf die zweite Klaue kommt man das Stöckel, quasi eine Erhöhung drauf. Damit die auf der gesunden Klaue steht. Genau, und das geschützt wird. Und gleichzeitig werden wir in diesen Verband damit rein gleich diese Salicylsäurepaste backen, damit wir innen den Defekt dann auch in den Griff kriegen in der Zwischenzeit. Die Milchkühe sind sozusagen das Kapital des Bauern. Für den Landwirt ist es also wichtig, dass kranke Tiere so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen. Ja, und man muss schon erhalten, aber man hat ja eigentlich einen Einfluss auf die Leistung. Ja. Da fällt die Milch zurück und man hat weniger Leistung. Mhm. Um das geht's. Mhm. Und wir, die haben eine gute Leistung und da muss man schon was tun. Wie ist das eigentlich, mit so einer Tierärztin, so einer Jungen zusammenzuarbeiten? Wie ist das? In die Männerdomäne sind die Frauen eingedrungen. Das haben mir immer die Lehrerin wie die Alten. Wirklich? Warum? Haben wir ein Gefühl oder was? Haben wir ein Gefühl, haben wir frisch von der Schule raus, haben oft neue Ideen und Sachen. Ja. Und das passt gut. Blöde Sprüche hat es keine gegeben. Was ja, schon einige. Was hört man da zum Beispiel oder haben Sie gehört? Ja, also beim Bewerbungsgespräch war, weil ich bin reingekommen bei der Tür und wollte mir vorstellen, also wenigstens groß bist. Und da schluckt man halt schon einmal, wenn man jetzt frisch fertig mit der Uni ist und sich solche Sätze anhören muss. Aber mit der Zeit ist das eigentlich alles quasi. Aber man muss sich vielleicht ein bisschen anders beweisen, als jetzt ein männlicher Kandidat muss. Ja. Genau. Nach der ärztlichen Behandlung wird Kuh Romana wieder auf die Beine gestellt. In 2 bis 3 Wochen sollte sich zeigen, ob der Verband heilsam war oder ob die Tierärztin das Geschwür operativ entfernen muss. Wir sind im südlichen Wien in der Laxenburger Straße. Hier entsteht auf 3000 Quadratmetern Fläche die größte Tierklinik Österreichs, erklären uns die beiden Tierärzte Andreas Hiebel und Georg Haider. Am 17. Oktober wird das Vetklinikum inklusive OP-Zentrum und 24-Stunden-Notdienst seine Pforten öffnen. Spezialisierung ist hier das Schlagwort. Das wird der Ausbildungssaal werden für externe Tierärzte, Schulungen. Wie wird das dann konkret ausschauen, wenn Sie sagen Ausbildung? Wer bildet wen wo aus? Also es sind unterschiedliche Schienen, die wir haben. Also einerseits quasi, dass Spezialisten oder auch andere Tierärzte quasi die internen Mitarbeiter ausbilden. Der große Teil, für das es gedacht ist, dass das eher externe Firmen betreiben. Das heißt, es gibt da einige große Anbieter in Europa, die das machen, aber es gibt sehr wenig dafür vorgesehene Ausbildungszentren. Und diese Lücke wollen wir schließen. Das Gleiche, was eben noch weniger oder sehr selten ist, ist einfach, dass wir ein Nasslabor haben. Das heißt, wo man wirklich dann Übungen durchführen kann, eben so wie in der Humanmedizin auch an Kadavern im Endeffekt, das heißt an Leichen, sodass man heute halt tatsächlich die bestmöglichste Ausbildung hat, wenn es dann tatsächlich an den Patienten geht. Im Vollbetrieb werden hier rund 200 Leute arbeiten. Geboten werden soll eine Versorgung auf höchstem medizinischen Niveau, versprechen die Betreiber. Sogar das Dach wird für die vierbeinigen Patienten ausgebaut. Boah, das ist riesig. Was wird da? Also das wird zum Großteil, etwa 700-800 Quadratmeter werden begrünt. Und das dient als Auslauf für die Hunde bzw. zum Gassi gehen für die Hunde. Die Tiere kommen entweder über eine Rampe, die dort
installiert wird nach oben. Oder man kann sie auch mit dem Aufzug nach oben fahren für die Hunde, die das nicht mehr schaffen. Wir sind noch einmal mit dem Tiroler Tierarzt Dr. Schweiger unterwegs und fahren mit ihm auf die Schienbachalm im Brandenbergtal. Er wurde von einem Senner zu einem Notfall gerufen. Die Fahrt auf die Alm ist zeitintensiv und dauert fast eine Stunde. Finanziell würde sich diese Behandlung nicht rechnen, aber aufs gesamte Jahr gesehen sei er mit seinen Einkünften zufrieden, meint der Landtierarzt. So, Roman, was haben wir da? Da haben wir die, da. Die war's gut. Was ist da zum Tun, Herr Doktor? Der Roman hat gesagt, dass sie seit zwei Tagen lahm ist, setzt den linken hinteren Fuß nicht mehr an. Jetzt schauen wir ihn so, wo die Verletzung oder die Entzündung drinnen ist. Und da sieht man schon, jetzt in dem Bereich ist eine Schmerzempfindlichkeit da. Und wenn man da schaut, sieht man eine Farbveränderung vom Horn. Das heißt, da ist eine Einblutung da. Das Rind ist abgeschlüpft, wahrscheinlich irgendwo bei der Aufstallung, und hat sich da eine Prellung zugezogen. Und das könnte nachher Geschwür werden. Die Kuh bekommt ein entzündungshemmendes Mittel gespritzt und soll 2 Tage im Stall bleiben. Dann würde sie sich wieder erholen. Sie sind auch arm drum, wenn sie etwas haben und kriegen keine Hilfe. Nicht? Das tut nicht. Also Tierärzte sind für uns ganz wichtig. Auch wenn wir so weit weg sind von der Zivilisation. Nachher, wenn ich hier krank wäre und man hat keinen Tierarzt, dann kannst du nur noch zum Metzger gehen. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Nicht? Seit seinem 8. Lebensjahr ist Roman Klotz im Sommer bei Bauern auf der Alm. Er und viele andere fragen sich, ob Nutztiere hier in der Gegend auch in Zukunft noch medizinisch gut versorgt werden können, wenn viele Tierärzte demnächst in Pension gehen. Peter Schweiger hat eine Idee, wie es gehen könnte. Die Organisation der Visitenaufnahme und der Verteilung zentral machen und dann in diesem Konglomerat einige Tierärzte, Tierärztinnen angestellt sind. Dadurch können nachher auch die Freizeiten besser gestaltet werden, die Nacht- und Wochenendzeiten besser abgedeckt werden und jeder Einzelne wird nicht so überlastet und belastet. Gibt es schon Gespräche mit Ihren Kollegen? Es gibt so Ideen und Gespräche und ich glaube, die nächsten 4-5 Jahre werden die Kollegen auch reif werden und einsichtig werden, dass man da etwas tun muss, weil so hat jeder dasselbe Problem. Senner wie Roman Klotz sind auf ein gut funktionierendes Notfallsystem angewiesen und deshalb müssten Lösungen her, meint der engagierte Landtierarzt. Roman, nachher geht's gut aus einmal fürs Thema Gesundheit. Auf einen guten Almsamen, ja, dass wir uns nicht so oft sehen. Ja, ja. Herr Dr. Schweiger, wie leutselig muss ein Tierarzt auch sein am Land? Es hängt ein bisschen von der Zeit und der Anzahl der Visiten ab. Also ab das ist nicht immer? Leider nein. Oder Gott sei Dank nicht. Das würde die Leber nicht verzeihen. Ja. Nein, aber ab und zu nimmt man sich natürlich Zeit. Gell? Und bei mir ist es so, dass ich bereits die 3. Generation der arbeitenden Bauern am Hof miterlebt habe und kenne. Und da wächst man einfach zusammen. Ja. Und deswegen ist es auch ein Anliegen, dass die Praxis auch in Zukunft weiter betreut wird. Aber gut, zusammen kann man reden. Ja, gut. Hat der paar so viel. Und bei der Niederung, mit der hast du halt ein bisschen mehr lautet nachher nicht so der Ruhrwahn. Wir sind mal besser pflegen als die Kuhren. Ja, weil die Knochen, was der. Und wo sitzt dann Himmel? Die hätten sich ja dann aufgeschissen. Ja, das glaube ich. Ja, ja. Da muss man sehen.